Brave Folge 16, ich glaube, letzten Folge sind wir auf, wären wir fast auf Dezember reingefallen, was ja wie es aus den alten Versionen ist, von jetzt kommt's January ist. Habe ich schon wieder vergessen, was wir machen wollen. Jetzt müssen wir glaube erstmal Schlüssel der Leiche. Wo ist das Arbitorium? Weiß ich noch gar nicht, ob ich da überhaupt schon bin. Maschinenlabor, Außenbereich. Gott. Nein, ich glaube noch nicht. Immer nach Hacken 1, ja. Was habe ich denn eigentlich? Neuromods so. 2. Kann ich irgendwas über Sky tun? Nee. Und das werde ich mal später irgendwann machen. Status. Das wenig bis kein Teil. Das kommt bestimmt später noch. Das habe ich noch nicht. Ziele. Haben wir wie gesagt nur das. Recycler braucht man unbedingt. Haben wir erst gemacht gehabt. Wir haben auch wieder 4 Medikits. Also das ist schon mal gar nicht mal so wenig. Wenn man das mit sonst vergleicht. Gut, jetzt erstmal weiter, würde ich sagen. Ups. So geht's natürlich auch. Bestätigen. Ein einzelner Mimi kann sich vervierfachen. Oh. Gut, dass hier keine Menschen mehr. Also bis jetzt, wenn wir schon vor uns einen Tipp gekriegt haben. Oh, Alex Tresor. Kann man von hier die Objectives angucken? Ah, nee, auf der Map. Eine Sicherheitsstation. Na, so weit bin ich ja noch nie gekommen. Ich bin ja. Ich hatte mich damit beschäftigt zu sterben. Aber wir hätten ein bisschen Glue-Munition gebrauchen können. So, hier wollen wir schon mal, wie man an den Schussdingern sieht von dem Clou. Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Ah, ich bin aber gespannt. Das ist jetzt neues Territorium für uns. Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Ja, hier drin etwa Psycho oder was? Wird gespeichert, ja. Wie ich sehe, hast du schon herausgefunden, wie du dein Psychoskop benutzt. Okay, Morgan. Ich kann dich nicht zwingen, mir zuzuhören. Aber du wirst da unten drauf gehen, wenn du es nicht tust. Ich schicke dir den Code für einen Tresor in Direktor Kalstrups Büro. Er hat dort sicher Neuromods versteckt. Nutze sie, um eine der Typhon-Fähigkeiten zu installieren. Genau darum geht's bei dieser ganzen Sache, Morgan. Du hast 3 Jahre deines Lebens damit zugebracht, es möglich zu machen, ihre Fähigkeiten auf uns zu übertragen. Du hast es nur vergessen. Alter, brauche ich auch die Schlüsselkarte vielleicht, ne? Du bist ja ein Honk. Meine Fresse. Ja. Warum habe ich das Gefühl, dass das noch was macht, oh Mann? Mal schnell speichern.
Sind ja überall hier die Dinger? Entschuldigung. Ich komme bestimmt da nicht durch. Ih, was ist das denn? Alles, was auf der Talos 1 passiert, hat hier begonnen. Du warst am Anfang so besessen. Mein Fehler war, dich in den Mittelpunkt der Tests zu stellen. Ab da. Moment, das muss ich mir angucken. Ein Weber. Ih. Zusammen mit dem Mimikszenen zählten Weber zu den ersten Teilchen, die in der Nähe der Verona 1 entdeckt wurden. Wie im Protokoll nur beobachtet, wurden großen Mimikbeständen ein Mimik anhand einer bisher unbekannten Mechanismus ausgewählt, um eine besondere Metamorphose zu durchlaufen. Der ausgewählte Mimik wird von den anderen wiederholt gestochen, wodurch er sich schnell in einen neuen Teil von General Grotes oder Weber verwandelt. Weber scheinen im Ökosystem der Teilchen eine zentrale Rolle zu spielen, größtenteils als Vektoren für die Produktion anderer Unterarten sowie für die Substanz namens Koralle. Schwächen Nullwellen und Psychoschocks und Immunität, na, ist ja klar. Sich von mir entfernt. Wir sind kurz davor zu verstehen, was sie wollen. Was sie bauen. Ich brauche nur noch ein wenig Zeit. Und das Schlimme ist, ich muss da hin. Hat denn diese komische Geräusche, du Hans? Hier komme ich dann wahrscheinlich nur runter. Warte mal so hin. Reparatur-Kit. Was ist das denn? Ah, Klukanister. Hi. Schon ein Stück Scheiße, ne? Danke, dass du irgendwann mal anfängst zu schießen. Ach, schade. Oh, was ist das denn? Ein Teil von Köder. Ein Teil von Köder, auch Nachtlicht genannt, strahlt ein psycholumizierendes Licht aus, das Teufel für eine kurze Zeit anlockt. Kombiniere ihn mit anderen Waffen oder Taktiken, um zu entkommen, Teil von Hinterhalt zu locken oder sie aus sicheren Abstand zu beobachten. Jetzt dann trotzdem erstmal wieder. Was denn? Oh, Neuromods. Oh, Medikit. Hier liegt nichts. Schon ein bisschen räudig, wie das hier aussieht. Eine Notiz. Ich habe, wie gebeten, noch ein Nachtlicht aufgeladen. Psycholumineszenz ist jetzt erhöht. Diesmal sollten teufelnde Körner folgen wie ein Entchen der Mami. Was tust du denn hier? Oh. Habe ich die nächste Notiz im Inventar oder was? Habe ich noch irgendwie Chipsätze? Ah. Achso, habe ich ja schon. Habe ich ja schon installiert. Notiz. Kann ich die irgendwie lesen oder so? Da knittert das Papier. Was ich ja interessant finde, ich kann zerknittertes Papier mitnehmen und verwerten, aber ich kann ja nur so einen Block mitnehmen und verwerten. Oh, Programme. Die Nullwellensteuerung. Nehmen Sie die Nullwellentransmitter mit in die Testkammer, um die Fähigkeiten des Mimics zu unterdrücken. Achtung! Mach die. Sagt zum Beispiel, was das ist. Der in der Psychotronik entwickelte Nullwellentransmitter strahlt einen Signalstoß aus, der kurzzeitig die Psy-Fähigkeiten diesjenigen unterdrückt, der die Strahlung im Strahlweg befindet. Ein bisschen du, guck.
Stern abgeschlossen. Oh, ein Groß. Weitere Proben benötigt. Ein Groß. Ah, jetzt gibt's hier schon den Groß. Hab ich den jetzt rausgelassen? Ja, ich glaube, ich habe den rausgelassen damit. Ach du Lena Ficker. Oh, wie viel hier blinkt, ist ja übel. Jetzt geht's noch was. Achso, na genau den habe ich schon. Den anderen habe ich umgebracht. Den hatte ich schon. Na, wo bist du, hässlicher Drecksack? Was sind das ja eigentlich für Notizen? Ich hab keine Ahnung, ob das mal irgendwas bringt oder irgendwie, ne? Puh, Verteilerkasten. Oh ne, oder? Warum mache ich denn das gerade? Oh ne. So Leute, das war sehr intelligent. Sag ich doch. Hat man schon. Die Neuromods. Wie oft passen ich in die Hälfte vergesse? Das war uns schon angeguckt? Nee, ne? Hallo, kannst du vielleicht mal schießen? Komische Geräusche, ey. Teil von Mimese Teil 3. Könnte eine Erklärung bieten, wie Mimics hierher gekommen sind und wie mindestens einer davon in Kletka so lange im Vakuum überlegen konnte. Sie können sich eine angrenzende Dimensionsblase bewegen, wo die Zeit wesentlich langsamer vergeht und kommen dann bei einem entsprechenden Stimulus etwa Beut wieder zurück. Kennt man. Aus der Sicht der Mimics ist eine 6 Millionen Jahre andauernde Reise in unser Sonnensystem auf einen Eisenmeteor vielleicht schon ein wenig Sekunden abgeschlossen. Die Dinger sind die perfekte Falltürspinnen. Ich kann mal so. Ah. Ist hier noch irgendwas? E-Mails, da blinkt, das hat man schon. So, Will hat in den letzten 24 Stunden weitere Symptome von Instabilität gezeigt. Proband drückte morbide Neugier gegenüber einem kleinen Objekten nutritiver und nicht nutritiver Natur in seiner Umgebung aus und versuchte in den Mund zu nehmen und zu verzerren. Erste Diagnose deuten auf Rempikazismus hin. Hierzu gab es jedoch vor dem Experiment mit den Telepathen keinerlei Anzeichen. Wir schließen mögliche Suizidversuche nicht aus, obgleich das Testsubjekt sich nicht bemüht, sein Verhalten zu verheimlichen. Ich werde als nächstes eine endoskopische Untersuchung vornehmen, um sicherzugehen, dass sich nicht in der Speiseröhre oder in den Eingeweiden versteckt.
37 ist weiterhin wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung. Wie angeordnet, wurde dem Gefangenen keine Beruhigungsmittel verabreicht, um sein System für die Anstellung der OP nicht zu belasten. Ebenso keine Nahrung, ausschließlich Wasser. Er ist passiv und schwankt lediglich vor und zurück, starrt auf einen leeren Punkt an der Wand und murmelt leise auf Russisch. Ich verstehe nicht, was er sagt. Soweit wir beobachten konnten, hat er bislang keine Versuche unternommen, sich etwas anzutun. Dieser Volontär scheint nicht suizidgefährdet zu sein, vielmehr desorientiert in einer Art von Schlaftrunkenheit. Sehr viel besser, ne? Helen, ich glaube, wir haben alles aus 37 rausbekommen, was wir durch reines Reden möglich ist. Setzen Sie einen OP-Termin für die nächsten Tage an, wir sollten es so bald wie möglich aus- und analysieren. Hm. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Wow. Das war jetzt so der Beweis, dass das Vieh die ganze Zeit hinterher dackelt, wie es aussieht. Weil darum ging es am Endeffekt. Ja. So, das machen wir nochmal an, da kann ich den wenigstens scannen. Nein! Mano! Oh, scannen. Den großen Mimik. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Habe ich jetzt das Geschütz hingestellt? Ja. Wo sind die alle hin? Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, die Notizen aufzusammeln. Ah, hier bringt's, ne? Hier steht überall nur drauf, na, die Mimik. Aber ich werde es trotzdem mal machen, vielleicht ist das ja eine Herausforderung. Was hat denn da jetzt abgeknallt? Gott. Ne, ich glaube, das ist so ein bisschen Quatsch. Dr. Yu. Hörst du trampeln? Hört ihr es auch trampeln? Ach, alles nur Notizen. Da steht halt drauf, dass das keine Mimik sind, weil man ja wissen. Oh, da hat wirklich ein Phantom getötet. Ach, nochmal. Moment. Weil ich erschieße da das hässliche Vieh da unten, ja. Ah. Oder auch nicht, ah. Oh ja, ah. Eine Luftschleuse entriegelt. Mit dem Ausblick würde ich sagen, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Bis zur nächsten dann. Ciao.